Hallo und somit herzlich willkommen zu diesem etwas spezielleren Ready or Not Video hier auf meinem Kanal. Heute dreht sich alles um das heißersehnte Update, was ja gestern endlich für die Nicht-Supporter Edition veröffentlicht wurde. Und daher dachte ich mir, schauen wir uns doch einfach mal die zwei Videos an, welche Void Interactive hier auf ihrem YouTube-Channel veröffentlicht haben zu diesem Update. Und dann später gleich auch noch im Spiel die Neuerungen, welche es gibt, Änderungen, Neuerungen und so weiter und so fort. Das schauen wir uns dann auch gleich nochmal an. Und daher würde ich sagen, let's go mit dem ersten Video, dem AI Overhaul Preview Video vom Juni Update. Okay, ich hoffe mal, das hat man jetzt nicht gehört, draußen donnert es gerade. Ich lasse mich jetzt mal nicht ablenken davon. Getting challenging and engaging AI is one thing, but giving them life is another. Balancing these aspects in Ready or Not is key to crafting memorable encounters that'll have you coming back again, and again, and again. For the last few months, we've been hard at work breathing some much-needed life into some of our AI characters. For this development update, we're ready to show off just a small slice of them. Improve unarmed knife combat. Suspect melee combat for both knives and fists has been revamped. Previously, they would charge at and hit the player, but without the next move in mind, leaving them exposed. To improve on this, they now have more tactics under their belt to keep you guessing. Das ist mies. After attacking the player and stunning them, suspects will stop and run to find cover for their next ambush attack. Suspects also take advantage of much better unarmed-to-armed behaviors, using a tiered decision system so that they always choose the most optimal action. If SWAT are closer to a suspect than a weapon, the suspect will melee them first to stun them, and then move to pick up the weapon and engage. Okay, die Waffen können sie jetzt nun auch aufnehmen. If a weapon is closer to a suspect than SWAT, the suspect will move to pick up the weapon first and engage. If both SWAT and the weapon are a considerable distance from the suspect will move to cover to prepare for an ambush. To demonstrate, here's a snippet of gameplay in Meth's attic section, utilizing these new ambush mechanics. Dass sie aus Deckung springen können, ist natürlich echt mies. Suspect cover system. While suspects did previously take cover, they lacked the ability to utilize it in a truly realistic fashion. Now, there's a myriad of behaviors they can take advantage of to both outsmart and outlive the player. Dazu sei gesagt, ich habe die neue Version schon etwas gespielt. Und da kommen auch gleich schon Videos dazu raus auf meinem YouTube-Channel. Und beim Autohaus zum Beispiel haben sich die Suspects wirklich sehr gut verhalten, was das Cover angeht, also die Deckung. Denn da hat es viele Autos, hinter den Autos haben sie sich versteckt. Ich habe sie nicht gesehen und ja, das seht ihr sicherlich noch in den Videos. Aber ist auf jeden Fall eine große Verbesserung, wenn sie sich in Deckung begeben. Shooting from cover is obviously a key component to the system, and the suspects will use it often, whether blind firing or peeking out to aim to engage SWAT. Yeah, blind firing habe ich auch schon erlebt. Certain conditions like return fire or flanking, suspects will acknowledge that and plan their next move accordingly. Ist ziemlich unschlagbar. Weak materials that bullets can easily pass through don't offer much protection during engagements, and suspects will avoid taking cover against these surfaces with that in mind. Whether equipped with a knife, a gun, or a bomb vest, cover is now a crucial staple in how AI can ambush the player. They don't just beeline towards a threat anymore, which makes engagements much more intense. Depending on certain enemy stimuli, suspects can manipulate how they take cover, notably by switching sides for improved positioning to best suit their needs. Slow walking is key, best not to get caught by a surprise attack. So in etwas saß bei mir auch. Let's talk about hiding, which brings us to our next point.
cover landmarks. One of the main goals when creating Ready or Not was crafting a tense, foreboding atmosphere where every unchecked corner is a matter of life or death. Das habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht gesehen im Spiel. Given our AI the ability to hide in certain places. Dass sich die AI versteckt. Tables and inside closets. Aggressive noises like gunshots and shouts can instigate the AI to move to these cover positions. Unter Betten oder auch in Schränken ist natürlich sehr mies. They'll wait until no one is looking to jump out and strike. However, certain conditions like compliance yelling, being stunned, damaged, or fired at, can cause the suspect to leave cover with a chance of surrendering. Suspect fake death and suicide. Suicide habe ich find a suspect laying sehr down viel erlebt. Might want to keep your distance. He could be playing dead. Okay, das ist auch if nice. They're shot, close to a C2 door breach, or even just shot at, in certain situations, suspects can play dead to get the upper hand in a dire situation. Dead and ragdolled suspects can be arrested, however, so it doesn't feel like a cheap way of surprising the player. Similar to cover landmarks, AI will get up when no one is looking to surprise attack. But additional conditions can also cause them to exit, always leading to surrender. If the situation is at its most dire for suspects, and their morale drops to zero, there's a chance that they may commit suicide. Bei der neuen Club Map haben sich bestimmt etwa 80% der Suspects selbst umgebracht, was dann wiederum eigentlich nicht so viel Sinn ergibt, weil ich gar noch nicht in deren Raum war. Das ist irgendwie wahrscheinlich noch nicht ganz so ausgefeilt, finde ich. Aber auch das seht ihr dann wahrscheinlich in den Videos. Aber da muss bestimmt noch etwas daran gearbeitet werden, finde ich. Ansonsten ist es eigentlich ein, ich will jetzt nicht sagen cooles Element, aber bringt noch etwas mehr Dynamik ins Spiel rein. Und auch, dass sie sich eben totstellen. Es kann gerne mal zu Überraschungen kommen. Or fake suicide. Certain conditions, like yelling, stunning, or less lethal damage, can cancel a real or fake suicide attempt. That being said, yelling has a rare chance of canceling, and stunning is the recommended method. World building. Many of you pointed out that our suspects were standing or staring aimlessly between their patrols. By adding some animations and world interactions, we'll be able to provide context to their place in the level. Things like smoking, admiring a piece of art, or texting. These are all things that ground the AI in reality. Suspects even have to occasionally relieve themselves. Currently, hotel, port, and dealer all take advantage of these, with all maps receiving this overhaul in a future update. By layering this with our narrative-driven level art, it'll definitely be some environmental storytelling that you'll notice. Find ich gut, we're super excited to share these AI improvements with you soon. Das from improved melee and cover, to playing dead and world-building. Dass die AI so ein bisschen Leben bekommt. More development details in the future. Put them on safe and let them hang. Until next time. Hört sich eben sehr vielversprechend an. Und die 2-3 Spiele, die ich gemacht habe bisher, haben eigentlich auch sehr vielversprechend ausgesehen, aber trotzdem eben noch nicht ganz so ausgereift. Aber gut, ich würde sagen, das war's mit dem ersten Video. Wir schauen uns gleich noch das nächste Video an. Das ist eher so ein Cinematic Trailer. No Room for Civility. This video contains loud sounds and flashing lights. So, von daher passt auf. Was ist denn das für ein Bein? My brother to die for our dedication. We demand that the legislation be thrown out.
We have made preparations in the event that it is not thrown out and will use. Das ist ein Cinematic Trailer, das sieht halt schon echt viel besser aus. Und zeigt auch so ein bisschen eine Story. Von einem Anschlag. Ready or not? Shit. Well, security, don't be on her ass now. Grab the MG. Macht schon alles ein bisschen besseren Eindruck. Also ausgereifter vor allem. Und auch ein bisschen so à la Kampagnenmodus, könnte man fast meinen. Was ja glaube ich eh noch geplant ist, soweit ich das mal mitbekommen habe. Was ziemlich geil wäre. Entry team to talk. Estimate 20 plus casualties on scene. We need Thames right away. Wurde in direct. Ja, am Schluss hat man noch eine Suicide-Weste gesehen. Da habe ich auch schon zwei, drei Erfahrungen mitgemacht. Beziehungsweise Teamkollegen, als ich online gespielt habe. Das wird bestimmt auch noch lustig mit den Terroristen. Aber sieht ziemlich nice aus. Und vielversprechend vor allem, wenn sie das Ganze, was jetzt hier gezeigt wurde, auch noch ein bisschen so ins Spiel mit einbringen könnten, wäre das ziemlich nice. Genau, das waren die zwei Videos, von daher würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich ins Spiel rein, schauen uns die Änderungen an und ja, genau, bis gleich im Spiel. So, nun endlich im Spiel angekommen. Sind wir hier in der Lobby, wie gehabt, wie gewohnt? Nichts anderes hier eigentlich. Sieht alles genau gleich aus. Zum einen gab es hier jetzt neue Skins. Beziehungsweise glaube ich zwei neue, also ein neuer Skin und eine andere Uniformfarbe sieht man hier schon. Ich müsste vielleicht etwas so. Swan. Swan hat hier ein neues Tattoo bekommen und sieht, glaube ich, ein bisschen anders aus, wenn ich das richtig aus den Files gelesen habe. Und dann eben hier jetzt die Uniform. Hier gibt es einmal diese dunkelblaue, schwarze Uniform und dieses Olivgrün. Und dann auch noch einen neuen Helm, der ein bisschen besser aussieht und realistischer sein soll. Und jetzt Achtung, das Inventarmanagement so gesehen. Ganz neu gibt es jetzt wirklich Inventarmanagement. Man kann jetzt hier auswählen, wie viele Slots man von was haben möchte. Ja, ich zeige es euch einfach mal. Hier unten kann man jetzt die ganzen Waffen auswählen mit Bild. Ziemlich gut gelungen, finde ich eigentlich. Die ganzen Rifles, Submachine Guns und so weiter und so fort. Jetzt muss ich kurz ablesen. Es gab ein paar neue Waffen. Die G36C. Das ist diese hier. Das Gewehr im Kaliber 5,56 mm verfügt über ein stabiles Polymerdesign, einen klappbaren Schaft und einen kurzen Lauf, der maximale Manövrierfähigkeit im Nahkampf gewährleistet. Sieht. Ist das wirklich das? Weil eigentlich dachte ich, die gab es schon vorher.
aber wird wohl schon stimmen. Genau die Waffe hier. Und dann kann man hier auch gleich noch die Attachments ändern, was sehr nice ist. Dann muss man nicht immer zum Tisch hinlaufen. Dann hat man hier den Tisch vor sich, kann hier die Optik Visiere ändern. Wie gewohnt die Schalldämpfer oder Bremsen. Verschiedenste Griffe. Und auch Taschenlampen, Laser und so weiter. Und nun haben die ganzen Sachen auch hier wirklich Stats oben rechts. Dieser Griff hier reduziert jetzt zum Beispiel horizontale Recoil und Accuracy. Da weiß ich gerade das deutsche Wort nicht dazu. Ich glaube Genauigkeit. Hier gibt es zum Beispiel mehr Speed. Also die ganzen Dinge haben jetzt auch bestimmte Stats so gesehen. Und können die Waffen auch wirklich verbessern. Was ich nice finde. Wahrscheinlich gab es das auch schon vorher, aber man hat es wahrscheinlich nicht wirklich mitbekommen. Genau. Dann natürlich die ganzen Pistolen, Taser und so weiter, wie gewohnt, wie gehabt. Hier gab es, glaube ich, auch was Neues. Müsste, glaube ich, diese Waffe hier sein, die PFC9. Steht es hier zwar nicht bei GameStar auf der Seite, aber das, glaube ich, auch nicht alles aufgelistet. Steht zwar bloß zwei neue Waffen, aber ich glaube, das ist nicht richtig. Weil eine Shotgun gab es auch dazu. Die BRN 180. Hä? Sehe ich jetzt nicht mal auf Anhieb. Ja gut. Auf jeden Fall gibt es hier jetzt noch die MP5 10mm mit einem größeren Kaliber. Und wie gesagt, eben hier diese Entryman Shotgun, die ich komischerweise jetzt bei mir nicht richtig auswählen kann, dass sie wirklich im Inventar bleibt. Kann ich gerne mal zeigen oder ja vorzeigen. Ich habe es jetzt da hier im Inventar, aber wenn ich jetzt rausgehe, ist die andere Shotgun ausgerüstet. Von daher funktioniert das irgendwie noch nicht ganz so richtig. Ein paar Waffen zumindest. Dann hier bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es vorhin auch schon zwei Schilde gab. Einmal das Schutzschild und das ballistische Schutzschild. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das vorher auch schon so war. Und natürlich die ganzen Granatenwerfer, die ja mit einem anderen Update dazugekommen sind. Dann gehen wir weiter zu den Westen. Hier gibt es drei verschiedene Westen. Die Anti-Stab-Weste, die ja, wie man wahrscheinlich schon vom Namen her herleiten kann, bloß gegen Stiche schützt. Die leichte Weste und die schwere Weste. Und wenn man hier auf die Slots schaut, sieht man, dass hier jede Weste unterschiedlich viele Slots hat. Also das kommt auch nochmal dazu. Zum Inventarmanagement, da muss man ein bisschen schauen, was einem wichtiger ist. Ich nehme jetzt mal die schwere Weste. Und dann kann man jetzt hier auch noch die verschiedenen Materialien heraussuchen. Kevlar, Ceramik oder Stil. Hier steht jetzt zwar nichts dazu. Aber ich denke mal, Stahl ist wahrscheinlich das Material, was am besten schützt. Dann Ceramik, dann Kevlar, weil das so in der Reihenfolge ist. Aber Kevlar ist natürlich auch leichter als Stahl.
Daher könnte vielleicht auch die Geschwindigkeit beim Laufen schneller sein oder weniger schnell. Das kann ich jetzt leider auch nicht so beantworten, da ich das nirgends herausgefunden habe. Und dann kann man jetzt eben hier diese Slots bearbeiten. Man kann hier alle eigentlich entfernen. Und unterschiedlich viele Slots dazu tun. Wenn man jetzt irgendwie 4 Granaten mitnehmen möchte, 2 von 2, also 2 Flash und 2 Gas Grenades zum Beispiel, kann man das jetzt hier so aufsplitten und auswählen. Auch wie viele Munition man mitnehmen möchte für die primäre Waffe oder die Sidearm-Waffe. Und dann die Slots speichern und dann kann man hier wirklich die verschiedenen Dinge auswählen. Und neuerdings eben auch 2 verschiedene Arten von Munition. Gibt es, soweit ich weiß oder gesehen habe, bei allen Waffen. Da kann man jetzt wirklich verschiedene Arten auswählen. 2 oder 3. Also 3 Shotguns. 3. 3x12. 12 Slug Shotgun Shells. 12 Buckshot Shotgun Shells. Oder 2 und 2, also das kann man jetzt wirklich so anpassen, wie man das möchte. Auch hier beim Revolver gibt es 2 verschiedene Munitionsarten. Granaten eben, wie gesagt. Stinger, CS, Gas und Flash Grenades kann man hier jetzt alles wirklich aufsplitten, wie man möchte. Und das Ingame dann auch wechseln mit einer bestimmten Taste. Und dann hier Sprengstoff, Lockpick, Pistole, Pfefferspray. Wie man das so kennt. Dann beim Helm, der ja eben wie gesagt neu ist. Sieht echt schick aus, finde ich. Gibt es jetzt auch ein neues Night Vision, das ein bisschen besser aussieht. Oder realistischer. Wie habt die Gasmaske, die Blendschutzbrille und auch das ballistische Schutz. Die ballistische Schutzmaske. Genau, so viel zum Inventarmanagement. Das kann man jetzt bei jeder einzelnen Person bei der KI anpassen, wie man möchte. Wie gesagt, bei mir ist es jetzt irgendwie noch ein bisschen buggy. Keine Ahnung, ob das bei anderen Leuten auch so ist. Aber ansonsten eigentlich ein ziemlich cooles System, finde ich. Und echt praktisch, dass man jetzt hier wirklich alles an einem Punkt machen kann. Dann gehen wir hier mal zum Tisch. Hier gibt es jetzt sehr viele Maps, die vor dem Update Testlevel waren, die jetzt fertiggestellt sind. Zum einen haben wir hier Brisa Cove. Das ist die Map, die man gerade eigentlich vorhin im Video gesehen hat mit dem Anschlag. Valley of the Dolls. Hier jetzt Full Health, Full Health House ist fertiggestellt. Der Nightclub, den man jetzt auch schon bei mir auf dem Kanal gesehen hat als Testmap. Das wird dann bestimmt spannend zu sehen, wie es jetzt aussieht und wie es vorher aussah. Da gibt es sehr große Unterschiede. Aber sieht ziemlich geil aus, wegen den ganzen Lichtern natürlich, Neon-Signs und so weiter und so fort. Sieht meiner Meinung nach bis jetzt am besten aus, was die ganzen Maps angeht. Fast Food ist immer noch eine Testmap. Und genau. Diese 2 Maps sind fertiggestellt. Und die anderen Maps wurden, so weit ich das gesehen habe, überarbeitet. Die Gas Station wurde überarbeitet. Wanderley Hills Hotel glaube ich nicht, wenn ich da richtig bin. Park Homes wurde auch überarbeitet. Agency ist eine neue Testmap. Das Hotelzimmer, das kennen wir ja schon vom letzten Update. Wie gesagt, Brewster Cove wurde auch fertiggestellt und überarbeitet eigentlich nochmals. Ridgeline ist eine neue Testmap. Das Autohaus wurde auch überarbeitet.
Bei Fast Food bin ich mir jetzt nicht sicher, ob da ein anderer Stand ist von der Map her. Da müsste ich bestimmt nochmal reinschauen. Hospital ist auch eine neue Testmap, die ziemlich groß sein soll. Port Hoken wurde, glaube ich, nicht überarbeitet, soweit ich weiß. Breaking News ist eine Mod-Map. Und Cherryessa Farm wurde, glaube ich, auch nicht so überarbeitet. Aber auf jeden Fall, wie man vorhin ja im Video gesehen hat, ist die KI angepasst auf die bestimmten Maps. Fallen sollen jetzt auch nur noch dort sein, wo es wirklich Sinn macht. Wenn man jetzt hier zum Beispiel die Gas Station auswählt, kann man hier die verschiedenen Modis auswählen. Und da sollen jetzt auch wirklich die Fallen bloß dort sein, wo es wirklich Sinn macht. Wahrscheinlich jetzt zum Beispiel bei der Bombendrohung. Oder verbarrikadierte Verdächtige, würde ich jetzt sagen. Genau, und dann in ein paar bestimmten Maps gibt es auch noch neue Gegner, zum Beispiel beim Park Holmes. Da gibt es bestimmte Meth-abhängige Junkies, Drogenköche, glaube ich. Also eine ganze Palette neue Leute, die da wirklich crazy aussehen, kann ich jetzt schon mal verraten. Und genau, viele neue Leute, die eben auch Stichwaffen mit sich tragen und nicht nur Schusswaffen. So, da kann man echt mal schnell überrascht werden. Und die KI wurde eben sehr groß überarbeitet. Und alles andere eigentlich sehen wir dann in den verschiedenen Maps, die ich spielen werde. So, seid gespannt. Schaut euch die Videos an. Sind meistens unterhaltsam. Ich spiele so meistens jetzt die Maps eigentlich vorerst mit der neuen KI. Also auch mit dem KI-Team. Da das Ganze ja auch überarbeitet wurde und mittlerweile eigentlich ziemlich gut funktioniert. Abgesehen manchmal von den Verhaftungen, die nicht immer funktionieren. Bis jetzt zumindest. Aber die Bewegungen und auch die Taktiken, was die KI jetzt macht, ist zumindest ziemlich viel besser als vor dem Update. Und ansonsten natürlich auch Online-Modus. Da schaue ich gerne mal wieder rein. Habe ich eigentlich auch versucht oder schon getan. Aber da habe ich bloß einen Server gefunden mit 15 Leuten. Und das war mir dann doch irgendwie ein bisschen zu viel. Weil man da irgendwie wirklich 4 Minuten für eine Map hatte. Und das macht einfach nicht so viel Spaß. Und man hat einfach nichts zu tun. Bei so vielen Leuten. Also ja. Lieber ein kleines Team. Taktisch vorgehen. Genau. Von daher seid gespannt auf die nächsten Videos, die bestimmt rauskommen werden in der nächsten Zeit. Und genau, von daher vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem kleinen Info-Video. Und somit viel Spaß bei den nächsten Radio Nord-Videos bei mir hier auf dem Kanal. Haut rein!